Wir sind das Tandem-Duo. Ich bin Daniel. Und ich bin Kim. Unser Ziel ist der Weg. Eine Weltreise zu Fuß. Schönen guten Morgen. Die Nacht war ja ziemlich schlimm. Es war echt heiß heute Nacht. Es hat kaum abgekühlt. Jetzt haben wir 7 Grad und man kann es jetzt noch nicht mal aushalten in der Sonne. Wir haben gestern noch nette Zeltnachbarn kennengelernt. Die haben uns jetzt angeboten, dass die uns nach Nostalje fahren. Und ja, da sind wir schon mal sehr dankbar. Wir schauen dann, wie es von da aus weitergeht, ob wir mit dem Bus fahren können, ob uns einer mitnimmt. Oder ob wir ein Taxi nehmen müssen, keine Ahnung, weil hier auf der Insel Pak ist alles Sonne, alles felsig, kein Schatten und wir laufen nur auf Asphalt. Das macht nicht nur uns zu schaffen, sondern auch einen Hund natürlich, da müssen wir darauf Rücksicht nehmen. Erstmal zusammenpacken, alles ins Auto laden und dann geht's los. Peter und Anja haben uns dann nach Novalja gefahren und haben uns noch kurz auf einen Kaffee eingeladen, bevor wir dann ins Taxi gestiegen sind, um nach Zadar zu fahren. Entschuldigt die Unterbrechung, aber wir haben eine Neuigkeit. Ja, wir wurden jetzt schon öfters angesprochen, ob wir jetzt PayPal oder wie heißt es andere? Irgendwas halt haben, über das man uns noch ein bisschen finanziell unterstützen kann. Und jetzt dürft ihr es tun. Jetzt haben wir ein PayPal-Konto eingerichtet. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Also für alle, die Lust haben, uns auf diese Weise zu unterstützen, ihr findet alle Informationen in der Videobeschreibung. Damit könntet ihr uns helfen, unsere Reise fortzuführen und weiterhin Videos zu veröffentlichen. Oder dank euch können wir uns auch mal eine Kleinigkeit gönnen, wie zum Beispiel einen leckeren Fruchtsaft oder ein Nutella-Brot. So, jetzt geht's weiter und vielen Dank. Da läuft eigentlich die Soße ein. Schon allein vom Zelt aufbauen. Es ist echt übelst heiß. Wir sind auf jeden Fall jetzt in Zadar angekommen. Ja, die Grüße gehen jetzt raus an Peter und Anja. Ein wunderbares Geschenk, was ihr uns gemacht habt. Das konnten wir heute auch gleich nutzen. Es ist vielleicht nicht der ursprüngliche Sinn und Zweck davon, aber es ist auch ein perfektes Sonnensegel. Jetzt haben wir wenigstens auch Schatten. Und vielen Dank nochmal für die Fahrt nach Novalja. Ja, das war cool. Dankeschön. Der Besitzer hier von dieser kleinen Villa, wo wir im Garten schlafen, der hat gemeint, es ist untypisch für diese Jahreszeit, dass es so brutal heiß ist. Also es ist nicht normal. Und für uns ist es wirklich keine Option, weiterzulaufen. Wir müssen jetzt irgendwie ins Landesinnere kommen. Da sind die Temperaturen nicht ganz so krass. Zumindest in der Nacht kühlt es da auch mal ab, laut Wetterbericht. Wir werden sehen, wie es dann schlussendlich wirklich da aussieht. Wir sind gerade in Zadar am Busbahnhof. Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir von Zadar mit dem Zug aus nach Split fahren können. Aber der Bahnhof ist geschlossen. Da fahren keine Züge mehr, es gibt nur noch Busverbindungen. Und langsam finden wir es irgendwie nicht mehr lustig, weil in keinem einzigen Bus, auch nicht im Flixbus, sind Hunde erlaubt. Das heißt für uns, wir müssen gezwungenermaßen ein Taxi nehmen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das geht natürlich ganz schön ins Geld und ist ziemlich ärgerlich im Moment. So, jetzt bleibt nun nichts anderes übrig, als mit dem Taxi zu fahren. Der Hund darf nicht in den Bus. Zug ist hier abgeschafft, gibt es keinen Bahnhof mehr, keine Züge fahren. Jetzt fahren wir nach Knin mit dem Taxi.
Wir haben gehört, Knin soll die heißeste Stadt in Kroatien sein. Ich hoffe, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir werden aber nicht in Knin bleiben. Wir werden gleich weiterlaufen Richtung Bosnien. 1,5 Stunden Taxifahrt. Wir sind in Knin angekommen. Wir hatten einen mega coolen Taxifahrer, der hat uns noch zwischendurch zum Kaffee eingeladen. Haben wir kurz einen Stopp gemacht im Café. Mega lieb von ihm gewesen. Ja, Knin soll die heißeste Stadt in Kroatien sein. Bis jetzt ist es genauso heiß für uns wie davor auch schon. Wir schauen jetzt, dass wir schnell aus der Stadt rauslaufen und dann immer Richtung Bosnien. Los geht's! Wolken! Wolken! Seit einigen Tagen haben wir keine Wolken mehr gesehen. Es war immer blauer Himmel und pralle Sonne. Wir freuen uns so über ein bisschen Schatten durch die Wolken. Und es geht Wind. Und hier gibt es viel mehr Wald, mehr Möglichkeiten, sich in den Schatten zu stellen. Ach, ist das schön. So, wir überqueren jetzt den Fluss Krka. Hier ist das Schild. Und wie ihr euch schon denkt, ja, das ist der Fluss, der im Krka Nationalpark dann eben rauskommt mit den Wasserfällen. Und hier oben ist eben seine Quelle irgendwo da hinten. Oh, guck dir das Wasser an. Oh. Schönes Wasser. Das erste Mal seit langem, dass wir Süßwasser wieder haben. Ja, das erste Mal seit langem Süßwasser wieder mal. Ja, wir laufen wieder mal auf eine Hauptstraße, aber das wussten wir auch. Aber wir haben auch extra mal so die Einheimischen gefragt, unseren Host vom Hostel. Der hat gesagt, da ist kein Verkehr und es ist auch wirklich kein Verkehr. Und wunderschöne Landschaften. Wunderschön. Jetzt muss ich doch glatt mal darüber gehen. Ist das nicht traumhaft? Richtig geil. Jetzt kommt die Geschichte des Tages. Wir laufen an der Hauptstraße entlang und treffen einen Mann, der mit seinem Auto am Seitenrand auf seinen Bruder gewartet hat. Und wir sind mit ihm kurz ins Gespräch gekommen, wo wir halt herkommen, wo wir hinwollen. Er konnte Englisch, weil er aus Kanada kommt. Und jetzt sind wir hier eingebogen in so eine kleine, ja, ein kleines Dorf, das ziemlich verlassen ist. Und wir treffen ihn wieder. Ja, er hat uns angeboten, dass wir bei ihm das Wasser auffüllen dürfen. Jetzt haben wir nochmal alles aufgefüllt, was nur geht. Und haben uns mit ihm kurz in den Schatten gesetzt und haben uns gut unterhalten. Mit ihm und seinem Bruder. Er hat dann übersetzt halt von seinem Bruder das Kroatisch auf Englisch. Und so konnten wir uns alle unterhalten. Haben kurz Pause gemacht da im Schatten, war voll cool. Ja, er hat uns erzählt, hier gibt es wohl viele Wölfe, zwar jetzt nicht um diese Jahreszeit, die kommen wohl eher im Winter hier runter. Also müssen wir uns da keine Gedanken machen. Und hat auch sonst erzählt, dass hier alles recht verlassen ist, dass hier nur alte Leute wohnen. Und ja, dass wir uns hier auch keine Gedanken machen müssen wegen Wildcampen. Also er sieht darin absolut kein Problem, wenn wir unser Zelt hier irgendwo aufstellen. Ja, deswegen laufen wir jetzt noch so ein paar Kilometerchen und dann schauen wir, dass wir einen Zeltplatz finden. Okay, wir haben den geeigneten Zeltplatz gefunden. Ja, jetzt wie schon gesagt, kochen. Da muss man natürlich verdammt aufpassen. Hier ist alles staubtrocken. Also ein Funke und es würde hier alles brennen. Wirklich. Ich bin jetzt schon extra hier auf dem Stein. Und habe den ganzen Wärmeschutz da vorne noch mit hingemacht. Das ist
Gras abgerupft. Das Gras ein bisschen abgerupft, was hierher gekommen ist, was da so übergestanden war. Und es hat jetzt ziemlich gut geklappt. Aber wirklich, da muss man wirklich aufpassen. Während wir das Zelt aufbauen, ist Wilma damit beschäftigt, Grashüpfer zu fangen. Schmecken gut, ne? Zelt steht. Sonne geht langsam unter. Gegessen haben wir. Satt und zufrieden sind wir alle drei. So, guten Morgen. Wir sind schon wieder auf dem Weg. Die Nacht war richtig geil. War sogar richtig kühl. Kurze Zeit hat der Hund sogar mal gefröstelt. Also das war wirklich erfrischend. Auch jetzt. Jetzt wird es langsam warm. Jetzt haben wir schon kurz vor 9. Aber es braucht auf jeden Fall länger wie im Flachland, wie an der Küste unten. Das sind alles Eichen. Allerdings scheint mir das eine andere Eichenart zu sein, als die, die bei uns so wächst. Weil die Früchte sind riesig. Und die haben auch keine Kappe. Und sind innen irgendwie hohl und flauschig. Und plötzlich laufen wir durch den Nadelwald. Es ist echt verdammt interessant, wie sich alle paar Meter hier die Landschaft ändert in den Bergen. Erst ist es total karg, kaum Schatten, steinig, dann nur Eichen, jetzt nur Nadelbäume. Oh, und es riecht so gut hier. Grad. Bestimmt schon 42. Mittlerweile bestimmt schon 42. Wir haben vor einer halben Stunde oder Stunde aufs Thermometer geguckt. Ah, unser Weg führt uns hoffentlich an einem Bach vorbei. Auf der Karte sieht man einen Bach oder kleinen Fluss. Hoffentlich führt er auch Wasser, dass wir uns ein bisschen erfrischen können. Den See haben wir ja schon gesehen. Den See haben wir schon gesehen, der ist aber noch zu weit weg. Den erreichen wir wahrscheinlich erst morgen. Daumen drücken. Ein Glück, der Fluss führt Wasser. Oh, die Hitze macht schon voll belämmert. Und es ist eiskalt, das Wasser. Man kann keine 5 Minuten mit den Füßen da drin stehen. Die frieren sofort ab. Jetzt habe ich mich gerade überall mal nass gemacht. Haben auch sofort noch jemanden aus Deutschland getroffen. Da sind noch welche mit dem Camper hier, die sich auch abkühlen. Und noch ein Fahrradreisende aus Polen, haben uns jetzt gut unterhalten schon wieder. Es ist echt so cool. Hier bleiben wir jetzt erstmal ein kleines bisschen und kühlen uns gescheit ab.
Nicht nur wir kühlen uns im Wasser ab, auch unsere Getränke werden richtig eisgekühlt. Und hier schwimmen überall ganz kleine Flusskrebschen rum. Das heißt, das Wasser ist sauber. Wir haben jetzt auch gesehen auf dem Handy, beziehungsweise ich habe vorhin gesehen, dass in die Richtung eine Quelle ist. Das heißt, das Wasser ist super sauber. Und diese Quelle habe ich gesehen vorhin. Also definitiv trinkbar. Das haben wir auch gleich ausprobiert und haben uns ein bisschen kaltes Wasser in die Flasche gefüllt. Das schmeckt wirklich gut. Wir haben einen sehr guten Platz zum Übernachten gefunden. Damian, der junge Mann aus Polen, hat sich uns angeschlossen für diese Nacht. Ah, Wurzeln. Ich verliere meine Flasche gerade. Ja, richtig cooler, netter Typ. Ich habe gerade zu kämpfen, Moment. Ah, so. Und wir sind hier an einem schönen Fluss, an dem wir uns abgekühlt haben. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch schlafen gehen. Gekocht haben wir schon, gegessen haben wir alle. Wir sind alle satt und zufrieden. Die Sonne geht gerade unter und es wird ein bisschen kühler endlich mal. Wir hatten heute Höchsttemperatur 45 Grad und sind jetzt alle ganz happy, dass es hier kühler ist. Just like a wow, so light. Oh my god, really good. Wow. Even having more weight will be not so bad. Yes, yeah. Sie probieren gerade den Wagen aus. Ja, auf jeden Fall, hier ist der Platz. Genug Platz für uns alle. Dann stellen wir die Zelte auf. Und dann geht's schlafen.